Hallo Eishockey-Freunde, am Freitag ist es endlich wieder soweit. Die DEL startet in die Saison 2019-2020. Und ich habe mal eine kleine Vorschau vom ersten Spieltag gemacht und meine Prognosen eingetragen, was ich ungefähr denke, was am Ende dabei rauskommt. Aber wir müssen uns natürlich überraschen lassen. Und ich erinnere mich, dass wir letzte Saison ziemlich viele Auswärtssiege hatten zum Beginn. Also wer weiß, vielleicht liege ich auch völlig falsch. Also die einzigen Auswärtssiege, die ich hier getippt habe, einmal bei Ingolstadt, einmal bei Mannheim und ganz unten Augsburg gegen München, denke ich, ist das Topspiel, bayerisches Derby. Beide Mannschaften in der Champions Hockey League, super gut und erfolgreich aktuell. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Das ist das einzige Spiel, wo ich mich nicht auf einen Sieger festgelegt habe. Ich möchte gerne eure Meinung wissen, was denkt ihr dazu? Ich denke, Augsburg-München 3-3 und dann in der Overtime, wer auch immer es entscheidet. Gut, lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Und wir gehen jetzt einfach mal von Spiel zu Spiel weiter. Und ich sage euch meine Einschätzung dazu und dann einmal kurz erläutern, warum ich das denke. Wir gucken uns die Vorbereitungsspiele an und einmal, was die Buchmacher, vor allen Dingen von der Seite Bet at Home, dazu sagen. Okay, fangen wir an mit der ersten Partie. Köln gegen Iserlohn. So, okay, dann gucken wir uns einmal die erste Partie an. Die erste Partie ist Köln gegen Iserlohn. Und Köln hat ein Heimspiel am Freitagabend. Und um wirklich sagen zu können, wer hier Favorit ist und wer dieses Spiel gewinnen wird, einschätzungsweise zumindest, gucken wir einmal auf die Vorbereitungsspiele beider Mannschaften. Die Kölner Haie hatten eine relativ erfolgreiche Vorbereitung, konnten gegen die SCL Tigers aus der NLA, aus der Schweizer ersten Liga gewinnen mit 3-2. Mussten sich dann zwar den Graz 99ers geschlagen geben, aber die haben auch sehr stark in der Champions Hockey League bisher gespielt, muss man echt sagen. Dann ging ein schwedisches Team, Rögle BK, knapp verloren. Erstligist aus Schweden, also auch eine starke Liga. Dann HC Lugano, auch aus der NLA, aus der ersten Schweizer Liga, 4-0 besiegt. Dann gegen den HC Bosen verloren, gegen Grizzly Wolfsburg gewonnen, gegen EC Bad Nauheim gewonnen und den letzten Test auch gegen Krefeld 2-1 gewonnen. Also es sind auf jeden Fall mehr Siege dabei und was auch auffällt, es sind relativ viele Vorbereitungsspiele. Gucken wir einmal bei Iserlohn. Da war die Vorbereitung nicht ganz so erfolgreich. Ja, der einzige Sieg, den man holen konnte, war gegen die Tilburg Trappers, gegen den Oberligisten, gegen die niederländische Mannschaft. Gegen Düsseldorf verlor man 2-5, gegen Krefeld 0-3 und gegen Wolfsburg 1-5. Wir sehen hier auch nur 4 Vorbereitungsspiele. Gucken wir noch einmal kurz. Die Kölner hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Doppelte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie genau diese Seite ist. Falls hier doch ein Spiel vielleicht fehlt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich habe jetzt erstmal online nichts gefunden. So, dann gucken wir einmal, was die Buchmacher dazu sagen. So, wo ist unsere erste Partie? Köln gegen Iserlohn. Die sehen auch Köln als klaren Favoriten. Iserlohn mit 3,74 als Underdog. Wir können noch einmal kurz gucken, was sagen die Buchmacher denn, wer Meister wird. Die niedrigste Quote ist auf EHC Red Bull München. Also die sehen München als klaren Favoriten und Mannheim ganz knapp dahinter. Und dann kommen erst die anderen mit 7-0, die Eisbären und Köln mit 9,75. Und ja, denke ich ziemlich ähnlich. Ich würde die Mannheimer einen Ticken vor München einordnen, aber ist schwer zu sagen. So, also meine Prognose für das Spiel. Ich denke, die Kölner Haie werden dieses Spiel gewinnen, 3-1. Okay, in der zweiten Partie haben wir die Eisbären Berlin gegen die Grizzlies Wolfsburg. Ich zeige euch noch einmal kurz die Vorbereitungsspiele beider Mannschaften. So, unsere zweite Partie, die wir uns etwas genauer angucken. Die Eisbären Berlin gegen Grizzlies Wolfsburg. Die Eisbären haben einen Heimvorteil. Und wir gucken einmal auf die Vorbereitungsspiele. Und ja, die Testphase der Eisbären Berlin hat nicht ganz so erfolgreich gestartet. Man hat gegen die Lausitzer Füchse aus der DEL 2 verloren, 5-4. Gegen den SC Bern verloren, 2-1. Gegen Oslo verloren, nach Penalty-Schießen 2-1. Gegen Wien sogar relativ deutlich, 8-3 verloren. Und ja, die ersten 4 Spiele der Vorbereitung, allesamt verloren, sah schon nach einer Katastrophe aus. Aber dann haben sich die Eisbären ab dem 25.08. gefangen und konnten die letzten 4 Spiele am Stück gewinnen. Eisbären gegen Kralove, oder wie auch immer man es ausspricht, und gegen Dynamo Pardubice, oder wie auch immer man es ausspricht, gegen Wolfsburg und gegen Pardubice nochmal, konnte man dann gewinnen. Also relativ gemischt, 4 Siege, 4 Niederlagen und Tendenz zum Ende hin eher zum Positiven. Wir gucken einmal auf Wolfsburg, was die so in der Vorbereitung gemacht haben. Erstmal Dresden aus der DEL 2 klar und deutlich mit 6-1 besiegt, gegen Straubing relativ deutlich, gegen Nürnberg knapp gewonnen. Dann hat man gegen Klagenfurt aus der EBEL, aus der österreichischen Liga, verloren 3-1.
gegen Köln knapp verloren nach Penalty-Schießen, gegen Berlin verloren und gegen Iserlohn wiederum gewonnen. Also auch relativ ausgeglichen. So, dann gucken wir einmal, was die Buchmacher zu dieser Partie sagen. Wo haben wir es? Eisbären gegen Grizzlies. Die Eisbären sind hier Favorit mit 1,83 und die Grizzlies haben eine Quote von 3,13. Ja, denke ich, kann man auf jeden Fall so vertreten. Ich glaube auch, die Eisbären sind Favorit, vor allen Dingen mit dem Heimvorteil. Und ja, meine Prognose ist für das Spiel 4:2 für die Eisbären. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bin sehr gespannt darauf. Und dann gucken wir mal mit der nächsten Partie. Unsere dritte Partie. Straubing Tigers gegen die Krefeld Pinguine. Straubing mit dem Heimvorteil. Und hier war es gar nicht so einfach, die Freundschaftsspiele bzw. die Vorbereitungsspiele rauszusuchen. Auf der Straubinger Seite und auch auf der Krefelder sind die leider nicht so schön aufgelistet, wie es bisher war. Aber ist kein Problem, eishockeypage.net hat eine relativ gute Übersicht. Ich hoffe, dass alles dabei ist. Wir gucken einfach mal vom 16.8. an bis gestern, bis zum 8. September, was Straubing so alles geschafft hat. Und im ersten Match gab es eine Niederlage gegen Wolfsburg 2:5. Und jetzt gehen wir einfach mal hoch. Gegen Ingolstadt knapp verloren, 2:3 nach Penaltyschießen. Dann hat man gegen den Dornbirner EC, ich denke aus der österreichischen Liga, aus der EBEL, verbessert mich, falls es falsch ist, 5:0 gewonnen. Dann HC Davos aus der ersten Schweizer Liga, aus der NLA, 5:4 besiegt, das ist schon eine sehr gute Leistung. Und dann hat man gegen Linz verloren, 2:1, Linz spielt auch in der österreichischen Liga, in der EBEL. Dann gegen HC Innsbruck, auch aus der EBL, konnte man 4:2 gewinnen. Und der letzte Test gestern auch nochmal gegen HC Innsbruck, noch deutlicher 6:1 konnte der gewonnen werden. Also eine relativ erfolgreiche Vorbereitung, alles in allem. Mehr Siege als Niederlagen. Okay, jetzt gucken wir uns einmal die Krefelder Vorbereitung an. Angefangen hat es gegen Frankfurt und dort musste man sich den Frankfurter Löwen knapp geschlagen geben, 2:3 nach Penalty schießen. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen in den News scrollen, weil es ist nicht ganz so schön übersichtlich, aber es geht schon. So, gegen Litvinov aus der ersten tschechischen Liga konnte man 5:4 gewinnen, also ist auch schon eine ordentliche Leistung. Dann hat man 6:3 gegen Dresden in diesem Cup gespielt und dieses Turnier gewonnen. Dann konnte man endlich mal einen Sieg gegen Bremerhaven feiern und zwar mit 3:2. Auch der zweite Turniersieg in Herrenfehn gegen die Iserlohn Roosters 3:0. Und dann gab es noch am Freitag gab es das, am 6.9. gegen Köln, da verlor man knapp 1:2. Alles in allem die Vorbereitung aber auch ganz ordentlich. Und wir gucken einmal, was die Buchmacher zu diesem Match sagen. Wo haben wir es denn? Da, Straubing gegen Krefeld, relativ ausgeglichen. Straubing leichter Favorit mit einer 2,22er-Quote. Ja, denke ich auch, wirklich schwer zu sagen. Ich denke, der Heimvorteil Straubing könnte es vielleicht ausmachen und deswegen sage ich meine Prognose 4:3. In der vierten Partie haben wir Schwenning gegen den ERC Ingolstadt. So, kommen wir zu unserer vierten Partie. Schwenning gegen den ERC Ingolstadt. Schwenning mit dem Heimvorteil und wir gucken uns wie immer die Vorbereitungsspiele beider Teams an. Es startete ziemlich ordentlich für Schwenning. Die ersten drei Matches konnte man alle gewinnen. Gegen die Bietigheim Steelers aus der DEL 2, 3:2 nach Verlängerung. Gegen HC Davos, das ist schon eine ordentliche Leistung, aus der NLA, Schweizer ersten Liga, 3:2 nach Penaltyschießen. Gegen Düsseldorf 2:1 gewonnen und dann kam die erste Niederlage im vierten Spiel. Gegen den EV Zug, spielt auch in der NLA in der ersten Schweizer Liga, 3:0 verloren. Dann gegen die Rapperswil Jona Lakers, 5:4 gewonnen, auch aus der Schweizer Liga. Und gegen die Zürich Lions, ebenfalls NLA, knapp verloren, 2:1. Und gegen die Carlton Ravens zu guter Letzt, 5:4 knapp verloren. Bei dem Team war ich mir jetzt nicht sicher, musste ich ehrlich gesagt nachgucken. Und das ist tatsächlich eine College-Mannschaft aus Kanada. Die waren wohl anscheinend in Deutschland zu Gast und ja, die haben auch gewonnen gegen Schwenning. 5:4. So, alles in allem aber eine relativ ordentliche Vorbereitung. Und die haben sich ja auch sehr gut verstärkt, die Schwenninger Wild Wings. Unter anderem mit Jamie McQueen. Und ich denke, die werden dieses Jahr stärker sein als die letzten Jahre. Gucken wir einmal die Vorbereitungsspiele der Ingolstädter an. Das erste Spiel gab eine totale Pleite, 5:0 verloren gegen Nürnberg. Dann 3:2 gegen Straubing nach Penaltyschießen. Gegen HC Bosen, die auch in einer super Form sind, auch in der Champions League in ihrer Vorbereitung. 4:1 verloren, also keine Schande. Bosen ist echt gut drauf momentan. Aus der EBEL, ist aber ein italienisches Team. Dann gegen HC Lugano aus der NLA, aus der Schweizer Liga. Gute Leistung, 5:1 besiegt. Gegen den Deggendorfer SC 9:1, relativ deutlich gegen den Oberligisten.
gegen den DEL2-Club Kaufbeuren 5-2 auch gewonnen und gegen die Black Wings Linz aus der österreichischen Liga 6-4 gewonnen. Ja, alles in allem auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung, wenn man mal das erste Spiel weglässt. Und ja, also es wird auf jeden Fall ein spannendes Match. Guck mal kurz, was die Buchmacher dazu sagen. Die sehen Ingolstadt als Favoriten. Ich sehe das eigentlich auch so, aber nicht ganz so deutlich hier von der Quote. Für mich wäre das eher so 2-0, vielleicht hier 2-5. Aber gut, also ich denke, Ingolstadt hat leichte Vorteile. Man muss aber sagen, Schwenningen hat natürlich den Heimvorteil, die Fans hinter sich. Ist wirklich schwer zu sagen. Ich sage einfach mal 3-4, also Ingolstadt gewinnt 4-3. So, okay. Schreibt mir eure Meinung, was denkt ihr, wie das Ergebnis sein wird, bitte wieder in die Kommentare. Und in der fünften Partie haben wir die Nürnberg Ice Tigers gegen die Adler Mannheim. Nürnberg Ice Tigers gegen die Adler aus Mannheim. Nürnberg mit dem Heimvorteil am Freitagabend. Wir gucken wieder auf die Vorbereitungsspiele. Nürnberg, das erste Spiel konnte 5-0 gewonnen werden gegen den ERC Ingolstadt. Dann hat man verloren gegen die Wolfsburger, 2-1 nach Penaltyschießen. Gegen den HC Davos 1-3 verloren. Und gegen die Dornbirner Bulldogs gab es ein sehr, sehr deutliches 9-1, ein wunderbarer Sieg. Und dann gegen die Stavanger Oilers knapp verloren, 3-4 nach Penaltyschießen gegen das Team aus Norwegen. Dann Retiri Klatno, wie auch immer man es ausspricht, konnte man besiegen, 3-4 nach Penaltyschießen. Ganz interessanter Fun Fact, dieses Team hat einen Superstar im Line-Up. Und zwar Jaromir Jagr ist nach seiner NHL-Karriere dorthin gegangen. Und dieses Team hat gerade erst den Aufstieg geschafft aus der zweiten tschechischen Liga in die erste. Und Jaromir Jagr kann es einfach nicht lassen mit 47, spielt immer noch Eishockey. Und klasse Typ einfach. Okay, kurze kleine Unterbrechung, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit den Vorbereitungsspielen gegen die Bayreuth Tigers aus der zweiten Liga, DEL2. Knapp gewonnen, 4-3. Und gegen die Bietigheim Steelers, der letzte Test am Sonntag. 4-2 verloren. Also man muss sagen, muss man ganz ehrlich sein, eine relativ durchwachsene Vorbereitung. Am Anfang gab es einen deutlichen Sieg gegen Ingolstadt, zum Ende hin hier einmal knapp gegen ein DEL2-Team gewonnen, einmal gegen ein DEL2-Team verloren. Also wirklich schwer einzuschätzen. Die Adler hingegen haben eine sehr, sehr erfolgreiche Vorbereitung und sehr, sehr erfolgreich bisher in der Champions League gespielt. Man konnte Biel besiegen, man konnte Zürich und zwar deutlich besiegen. Ein sehr starkes Team. Dann gegen Jönköping aus der schwedischen ersten Liga knapp verloren, gegen Genf gewonnen, gegen Prag verloren. Und Prag und Jönköping sind auch wirklich Mannschaften, gegen die kann man mal verlieren. Das sind die einzigen beiden Niederlagen, sonst hat Mannheim alles gewonnen. Auch in der Champions League gegen Wien auswärts 6-1, gegen Wien jetzt am Sonntag 4-0 zu Hause. Gegen das polnische Team, da hat man sich in Polen ziemlich schwer getan. Ich denke, die Adler waren ein kleines bisschen müde von dem Freitagsspiel in Wien. Und die Polen haben zu Hause gekämpft ohne Ende. Also wirklich war auch ein ganz ordentliches Spiel, zumindest kämpferisch. Aber von Mannheim nicht das beste Spiel, muss man mal so sagen. Dafür gab es die Revanche am Freitag, dem 6.9. Zu Hause konnte man das Team aus Polen, Tichy, 5-0 besiegen. Und Wien konnte man auch wieder 4-0 relativ deutlich besiegen. So, also wenn wir uns die Vorbereitungsspiele angucken, sehen wir, Mannheim sind eigentlich der Favorit. Und auch die Buchmacher sehen das ähnlich. Wo haben wir es denn? Da. Nürnberg gegen die Adler Mannheim. Und ja, die Quoten sind relativ deutlich. Ne? 4.36 für Nürnberg, 1.51 für Mannheim. Also ich denke auch, dass Mannheim das Spiel gewinnen wird. Wahrscheinlich auch relativ deutlich. Sagen wir 2-5, meine Prognose. Schreibt bitte wieder in die Kommentare, was ihr... In unserer sechsten Partie haben wir Düsseldorf gegen die Fishtown Penguins. So, kommen wir zu unserem sechsten und somit vorletzten Match, die Düsseldorfer EG gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Die DEG mit dem Heimvorteil und um wirklich wieder sagen zu können, wer Favorit ist, gucken wir uns wieder die Vorbereitungsspiele an und dann die Quoten der Buchmacher. Man konnte hier das erste Testspiel am 17. August 4-3 nach Penaltyschießen gegen den HC Thurgau gewinnen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob erste oder zweite Liga. Gucken wir mal ganz kurz, HC Thurgau aus der zweiten Schweizer Liga. Trotzdem eine ordentliche Leistung. Dann am 18. August, direkt einen Tag später, gegen die Schwenninger Wild Wings knapp verloren, 2-1. Am 23. August gegen Iserlohn deutlich gewonnen, 5-2. Und dann ein kleines Derby, also zumindest von der Entfernung her, Essen gegen Düsseldorf. Den Oberligisten konnte man sehr, sehr deutlich mit 10-0 besiegen. So, und dann kommen wir wieder zu einem Spiel. Wirklich eine gute Leistung gegen ein Team aus der Schweizer Liga. NLA 3-0 gegen die Rapperswil-Jona Lakers gewonnen. Und Fribourg-Gottéron spielt ebenfalls in der NLA 4-1 besiegt.
Genf 5:0 besiegt. Also die Vorbereitung wurde immer besser von Spiel zu Spiel. Man konnte drei Schweizer Teams aus der ersten Liga besiegen. Und ja, das zeugt auf jeden Fall schon, auch wenn es Vorbereitungsspiele sind, es zeugt von Stärke. Also wirklich von einem starken DEG-Kader. Bei Fishtown waren wir leider auf der eigenen Homepage nicht ganz so ordentlich. Man konnte die Ergebnisse nicht direkt nachgucken. Also gucken wir wieder auf icehockeypage.net. Man konnte gegen Chomutov, Pirati Chomutov, muss ich auch kurz nachgucken, war ich mir nicht ganz sicher. Zweite tschechische Liga konnte man 4:3 gewinnen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen hochscrollen. Dann Lillehammer, ein Team aus der norwegischen Liga, 5:2 konnte man die besiegen. Dann nochmal gegen Lillehammer verloren, diesmal 4:2. Dann gegen die Krefeld Pinguine knapp verloren, 2:3. Und gegen die Tilburg Trappers deutlich gewonnen, 7:2. Und gegen Kristianstad IK auch gewonnen, 4:1. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher. Gucken wir mal eben schnell nach. Kristianstad, wahrscheinlich zweite Schweizer Liga, schwedische Liga, ja, genau. Zweite schwedische Liga konnte besiegt werden, 4:1. Und gucken wir mal. Ja, das war's dann. Also die Vorbereitung ein bisschen durchwachsener als bei Düsseldorf. Man konnte auch ein paar schöne Siege feiern. Aber wie auch hier die Buchmacher sagen, dass Düsseldorf klarer Favorit ist, denke ich das auch. Aber man darf Fishtown niemals abschreiben. Sie haben uns schon so oft überrascht in der DEL. Aber die Buchmacher sagen 1,73 für Fishtown, 3,45. Ich sehe das relativ ähnlich. Nach der starken Vorbereitung von der DEG denke ich, dass Düsseldorf das Spiel 5:2 gewinnt. Das ist mein Tipp, meine Prognose. Und schreibt wie immer in die Kommentare, was ihr denkt. Und zu guter Letzt haben wir das bayerische Derby, das Topspiel des Tages. Augsburg gegen München. So, kommen wir zu unserem siebten und somit letzten Spiel vom ersten Spieltag. Die Augsburger Panther empfangen zu Hause Red Bull München am ersten Spieltag. Und beide Teams sind jetzt schon in bärenstarker Form. Beide Teams spielen in der Champions Hockey League mit und sind dort wirklich sehr erfolgreich bisher. Augsburg gegen Oslo, erstmal die Vorbereitungsspiele. 3:0 konnte man dieses Spiel gewinnen. Gegen SC Bern 4:3 konnte man gewinnen. Gegen ein Team aus der NLA ist immer eine gute Leistung. Und dann gegen die Black Wings Linz aus der österreichischen Liga auch 3:0 gewonnen. Also wirklich erfolgreich. Und auch in der Champions League konnte man in Schweden gegen Luleå, ein sehr, sehr starkes Team, was auch schon die Champions League gewonnen hat, 3:2 nach Penaltyschießen gewinnen. Und gegen die Belfast Giants auch ganz knapp 3:2 nach Verlängerung. Belfast Giants spielt in der englischen Liga, aber Leute, nicht unterschätzen, auch wenn es ein englisches Team ist, beziehungsweise aus Irland, aber diese Teams sind stärker geworden die letzten Jahre. Diese Liga ist nicht zu unterschätzen. Nottingham Panthers hat auch schon in der Champions League im Viertelfinale gestanden. Belfast schlägt sich hier auch sehr, sehr gut. Dann gegen Luleå Hockey zu Hause nochmal ein sehr, sehr gutes Match geliefert. Knapp verloren, 4:5 nach Verlängerung und dann nochmal Belfast Giants 3:1 zu Hause besiegt. Also wir sehen hier wirklich relativ erfolgreich, viel gewonnen, knapp verloren gegen starke Teams. Und bei Red Bull München sieht das ziemlich ähnlich aus. Hier ist ein bisschen Wirrwarr, nicht ganz so übersichtlich, aber das kriegen wir schon hin. Erstmal die Vorbereitungsspiele gegen Helsinki. Diese Mannschaften testen wirklich gegen Top-Teams. Ne? Red Bull München gegen ein Team aus der finnischen Liga 2:1 gewonnen. Gegen die Malmö Redhawks aus der schwedischen Liga 7:4 gewonnen. Und gegen SC Riesersee 6:1 gewonnen. So, dann müssen wir jetzt einmal umswitchen auf die Champions Hockey League. Und auch hier lief es sehr, sehr erfolgreich. HC Amre Piotta aus der NLA konnte 3:0 besiegt werden. Dann Banská Bystrica, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, wurde auch 3:0 besiegt. Dann das Auswärtsspiel bei ihnen konnte man nicht gewinnen, aber knapp verloren, ist immerhin ein Punkt in der Champions League mitgenommen. Und gegen HC Amre Piotta auswärts auch immerhin ein Punkt mitgenommen. Auch wenn man verloren hat, ist die Leistung trotzdem ordentlich. So, und wir gucken einmal. Die Buchmacher sagen auch, dass es ziemlich ausgeglichen ist, mit leichtem Vorteil für EHC Red Bull München. Also bayerisches Derby, zwei Top-Mannschaften, die in der Champions Hockey League spielen. Also definitiv das Spitzenspiel am ersten Spieltag. Ihr könnt dieses Spiel am 13.09. am kommenden Freitag auch live bei Sport1 sehen. Die haben sich, denke ich, für das richtige Spiel entschieden. Auf jeden Fall. Meine Prognose, ich denke, es wird ein spannendes, knappes Spiel. 3:3 und dann geht es in die Verlängerung und da lege ich mich nicht fest. Sagt ihr, was ihr dazu denkt. Ich weiß es nicht.
3:3 und dann lasse ich mich überraschen. Okay, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, ob ihr meine Prognosen auch so teilt oder ob ihr was ganz anderes denkt. Schreibt es einfach hinein. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.